Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes. Die Verfahren über die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung werden nach Maßgabe der Gründe abgelehnt. Bitte nehmen Sie Platz. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Verfahren auf Antrag einer einstweiligen Anordnung. Deshalb ergeht keine vollständige schriftliche Begründung am heutigen Tag. Ich werde Sie mit den wesentlichen Gründen vertraut machen. Der Antragsteller ist abgelehnt worden, aber er ist abgelehnt worden mit verschiedenen Maßgaben. Die Bundesregierung muss sicherstellen, erstens, dass ein Ratsbeschluss über die vorläufige Anwendung nur die Bereiche von CETA umfassen wird, die unstreitig in die Zuständigkeit der Europäischen Union liegen. Zweitens muss die Bundesregierung sicherstellen, dass bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache eine hinreichende demokratische Rückbindung der im gemischten CETA-Ausschuss gefassten Beschlüsse gewährleistet ist. Und drittens, dass die Auslegung des Artikel 30.7 Absatz 3 Buchstabe C CETA eine einseitige Beendigung der vorläufigen Anwendung durch Deutschland ermöglicht. Bei Einhaltung dieser Maßgaben bestehen für die Rechte der Beschwerdeführer sowie für die Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages keine schweren Nachteile, die im Rahmen einer Folgenabwägung den Erlass einer einstweiligen Anordnung geboten erscheinen ließen. Was sind die wesentlichen Erwägungen des Senats? Das Bundesverfassungsgericht kann einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen gewichtigen Grund zum Gemeinwohl dringend geboten ist. Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, in dem diese einstweilige Anordnung geregelt ist, gegeben sind, ist regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen. Dieser strenge Maßstab wird noch weiter verschärft, wenn eine Maßnahme mit völkerrechtlichen oder außenpolitischen Auswirkungen und Implikationen in Rede steht. Die Erfolgsaussichten in der Hauptsache haben außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die in der Hauptsache begehrte Feststellung oder der in der Hauptsache gestellte Antrag erwiese sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Bei einem offenen Ausgang des Hauptsacheverfahrens, wie es im vorliegenden Fall gegeben ist, muss das Bundesverfassungsgericht eine Folgenabwägung vornehmen. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung bleiben aufgrund dieser gebotenen Folgenabwägung ohne Erfolg. Erginge die einstweilige Anordnung, erwiese sich die Mitwirkung der Bundesregierung an der Beschlussfassung des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA später aber als verfassungsrechtlich zulässig, drohten der Allgemeinheit mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Nachteile. Dabei legen die wesentlichen Folgen eines auch nur vorläufigen, erst recht aber eines endgültigen Scheiterns von CETA nach Auffassung des Senats weniger auf wirtschaftlichem als vielmehr auf politischem Gebiet. Eine einstweilige Anordnung, durch die die Bundesregierung an einer Zustimmung zur vorläufigen Anwendung von CETA gehindert würde, würde in erheblichem Maße in die grundsätzlich weite Gestaltungsfreiheit der Bundesregierung im Rahmen der Europa-Außen- und Außenwirtschaftspolitik eingreifen. Dies gelte in vergleichbarer Weise auch für die Europäische Union. Ein auch nur vorläufiges Scheitern von CETA dürfte über eine Beeinträchtigung der Außenhandelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada hinaus weitreichende Auswirkungen auf die Verhandlung und den Abschluss künftiger Außenhandelsabkommen haben. Insofern erscheint es naheliegend, dass sich der Erlass einer einstweiligen Anordnung negativ auf die europäische Außenhandelspolitik und die internationale Stellung der Europäischen Union insgesamt auswirken würde. Die mit dem Erlass einer einstweiligen Anordnung bei späterer Erfolglosigkeit der Hauptsache verbundenen Nachteile könnten sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als irreversibel
erweisen. Die zu erwartende Einbuße an Verlässlichkeit sowohl der Bundesrepublik Deutschland als Veranlasser einer derartigen Entwicklung als auch der Europäischen Union insgesamt könnte sich dauerhaft negativ auf den Handlungs- und Entscheidungsspielraum aller europäischen Akteure bei der Gestaltung der globalen Handelsbeziehungen auswirken. Demgegenüber wiegen die Nachteile weniger schwer, die entstünden, wenn die einstige Anordnung wie jetzt nicht erlassen würde, sich die Mitwirkung der Bundesregierung an der Beschlussfassung des Rates später aber als unzulässig, als verfassungswidrig erwiese. Zwar enthält CETA Bestimmungen, die den Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung im Hauptsacheverfahren als ultra vires Akt qualifizieren könnten, auch ist eine Berührung der durch Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz geschützten Verfassungsidentität nach Auffassung des Senats nicht ausgeschlossen. Allerdings hat die Bundesregierung dargelegt, dass durch die endgültige Fassung des streitgegenständlichen Ratsbeschlusses und entsprechende eigene Erklärungen Ausnahmen von der vorläufigen Anwendung bewirkt werden, die es jedenfalls im Ergebnis sichergestellt erscheinen lassen, dass der bevorstehende Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA nicht als ultra vires Akt zu qualifizieren sein dürfte. Soweit diese Vorbehalte reichen, dürften auch etwaigen Bedenken gegen die in Rede stehende Regelung unter dem Gesichtspunkt der grundgesetzlichen Verfassungsidentität entkräftet sein. Die Bundesregierung hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass sie im Rat nur denjenigen Teilen von CETA zustimmen wird, die sich zweifellos auf eine primärrechtliche Kompetenz der Europäischen Union stützen lassen. Sie wird ihrem Vorbringen nach nicht der vorläufigen Anwendung für Sachmaterien zustimmen, die in der Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland verblieben sind. Dies betrifft insbesondere Regelungen zum Investitionsschutz einschließlich des Gerichtssystems, Kapitel 8 und 13 CETA, Regelungen zu Portfolioinvestitionen, Kapitel 8 und 13 CETA, Regelungen zum internationalen Seeverkehr, Kapitel 14 CETA, Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen, Kapitel 11 CETA und Regelungen zum Arbeitsschutz, Kapitel 23 CETA. Einer etwaigen Berührung der Verfassungsidentität, wie sie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist, durch Kompetenzausstattung und Verfahren des Ausschusssystems, über das wir gestern lange gesprochen haben, kann jedenfalls im Rahmen der vorläufigen Anwendung auf unterschiedliche Weise begegnet werden. Es könnte etwa durch eine interinstitutionelle Vereinbarung sichergestellt werden, dass Beschlüsse des gemischten CETA-Ausschusses nach Artikel 30.2 Absatz 2 CETA nur auf Grundlage eines gemeinsamen Standpunktes nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV gefasst werden, der im Rat dann einstimmig angenommen worden ist. Sollte sich entgegen der Annahme des Senats ergeben oder abzeichnen, dass die Bundesregierung die von ihr angekündigten Handlungsoptionen zur Vermeidung eines möglichen Ultra-Vires-Aktes oder einer Verletzung der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nicht realisieren kann, bleibt ihr in letzter Konsequenz die Möglichkeit, die vorläufige Anwendung des Abkommens für die Bundesrepublik Deutschland durch schriftliche Notifizierung zu beenden, nach Artikel 30.7 Absatz 3 Buchstabe C CETA. Zwar erscheint diese Auslegung des Artikel 30.7, über die wir gestern auch länger gesprochen haben, nicht zwingend. Sie ist aber von der Bundesregierung als zutreffend vorgetragen worden. Dieses Verständnis hat sie unverzüglich in völkerrechtlich erheblicher Weise zu erklären und ihren Vertragspartnern zu notifizieren. Meine Damen und Herren, die schriftliche Begründung der Entscheidung wird am kommenden Montag, dem 17. Oktober, den Beteiligten zugestellt sein. Eine Pressemitteilung, in der Sie die wesentlichen Erwägungen und die Vorbehalte finden, steht mittlerweile im Netz. Die Verkündung ist damit beendet. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.
So, haben wir das auch festgehalten. Meine Damen und Herren, das war es jetzt für den Moment hier aus dem